Herr Toschew, ich habe eine Frage zu den TTIP-Verhandlungen. Sie hatten ja nachgereicht, welche Mitarbeiter der Regierung in diesen Leseraum in Berlin, in der US-Botschaft kommen. Erstmal die Frage, warum ist dieser Leseraum nicht in der Vertretung der EU-Kommission? Warum ist er in der US-Botschaft? Also der Leseraum in der US-Botschaft hier ist eingerichtet worden in Verhandlungen zwischen der Kommission und der US-Seite. Man hat sich dann offenbar für die Botschaft entschieden. Das ist auch in anderen Mitgliedstaaten so, dass die Leseräume in den US-Botschaften eingerichtet sind. Das ist schlichtweg Ergebnis der Verhandlungen. In den Leseräumen sind ja konsolidierte Dokumente. Um nochmal zu beschreiben, was das ist, sozusagen, das sind also Dokumente, Rechtstexte in Englisch, in der Verhandlungssprache, die beide Angebote für bestimmte Bereiche, wo es jetzt schon sozusagen Angebote gibt, zusammenfassen und gegenüberstellen, sodass man sich eben für die US-Seite, und deshalb es geht ja um die US-Angebote, die Kommission veröffentlicht ja ihre Angebote, sich das ansehen kann und dann auch eine Bewertung ziehen kann. Eine Bewertung im Übrigen, die durch Experten aus den Fachministerien gezogen werden muss und auch gezogen wird. Und da es eben um die US-Dokumente geht, in Form dieser konsolidierten Fassung, ist, glaube ich, die Entscheidung dafür gefallen, zwischen den USA und der Kommission die Leseräume in der US-Botschaft einzurichten. Meine Lernfrage, Herr Toschew, gibt es für amerikanische Abgeordnete eine ähnliche Regelung, dass die nur in den Räumlichkeiten der EU-Kommission in Washington die Dokumente einsehen dürfen? Meines Wissens nicht. Es gibt Unterrichtungsvorgaben für den Kongress, die sind meines Erachtens in der sogenannten TPA, also in dem Verhandlungsmandat, was jetzt erteilt wurde durch den Kongress für die US-Administration, enthalten. Da würde ich Sie bitten, dort nochmal nachzufragen oder bei der US-Botschaft nachzufragen, wie genau der US-Kongress unterrichtet wird. Herr Jung, nochmal dazu. Jetzt hat ja Ihr Ministerium gestern eine Beschwerde an Frau Malmström verschickt, wo man sich beschwert, dass da die Einsichtnahme so kompliziert ist. Soll es jetzt eine eher symbolische Beschwerde sein? Weil Herr Gabriel sagt ja nicht, dass TTIP-Verhandlungen ab sofort unmöglich sind, weil das wäre ja eine wirkliche Beschwerde. Also der Minister, das meinen Sie, glaube ich, hat sich schriftlich an die Kommissarin gewandt. Und Anlass dafür ist der aus unserer Schritt jüngste Rückschritt in den Transparenzbemühungen. Ich möchte es nochmal einsortieren. Die Bundesregierung setzt sich seit Anfang der Verhandlungen dafür ein, hier viel Transparenz zu schaffen. Das ist für die Akzeptanz dieses Abkommens, das wir nachdrücklich unterstützen, auch notwendig. Und es ist auch insbesondere notwendig für die Abgeordneten, die ja, weil es sich aus unserer Sicht um gemischtes Abkommen handelt, auch zustimmen müssen in den nationalen Parlamenten. Wir haben da viele Verbesserungen erreicht. Gerade unter der neuen Kommissarin ist viel geschehen. Nicht nur, dass viele Texte veröffentlicht wurden, sondern dass es auch mit so begleitenden Texten versehen wurde, die allgemeinverständlich sind. Jetzt ist es aber so, dass die Kommission die Entscheidung getroffen hatte, den jüngsten Bericht zur letzten Verhandlungsrunde eben nicht zu übermitteln, sondern in Brüssel auszulegen. Und diesbezüglich hat sich der Minister an die Kommissarin gewandt und das als Rückschritt bezeichnet, weil das zwangsläufig auch dazu führt, dass, wenn der Bericht uns nicht zugestellt wird, er auch nicht weiter dem Bundestag zugestellt wird. Und wir, die Bundesregierung, sich dafür einsetzt, den Zugang der Abgeordneten zu TTIP-Unterlagen zu erhöhen. Also insbesondere eben auch, was die konsolidierten Texte angeht und jetzt eben auch für diesen Aspekt eines EU-Textes. Das heißt, wir haben uns an die Kommission gewandt, weil wir mehr Transparenz möchten und wir werden das Gespräch mit der Kommission suchen, wie wir damit jetzt weiter umgehen. Sie haben gerade angedeutet, dass das durch den Bundestag gehen wird. Ist das richtig? Also wird TTIP durch den Bundestag gehen müssen? Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich bei TTIP um ein gemischtes Abkommen, also mit Zuständigkeiten, die nationale und die EU-Ebene betreffen, sodass aus diesem Grund der Bundestag zustimmen muss. Ja.